Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur ersten Online-Coffee-Lecture der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Luise Scheiding und mit mir hat meine Kollegin Katrin Gommes dieses Video erstellt. Wir dachten uns, dass es in der derzeitigen Situation von Vorteil für unsere Nutzerinnen wäre, wenn wir nochmal alle Bibliothek-Services vorstellen, die Sie bequem von zu Hause aus nutzen können. Deshalb lautet unser Fahrplan für heute folgendermaßen. Zuallererst möchte ich Ihnen kurz unser Schulungsformat Coffee Lectures vorstellen. Ich zeige Ihnen dann, wie Sie von zu Hause aus Ihr Bibliothekskonto verwalten, wie Sie E-Medien im Katalog Plus finden können und wie Sie Druckaufträge per Mail an die Druckgeräte in der Bibliothek senden. Eigentlich sind Coffee Lectures Kurzvorträge, die einmal im Monat im Foyer der Bibliothek gehalten werden. Themen der Kurzvorträge sind zum Beispiel unsere verschiedenen Bibliotheksangebote. Wir haben dieses Jahr aber zum ersten Mal auch Kooperationen mit anderen Institutionen der Pädagogischen Hochschule. Die Besonderheiten an diesen Kurzvorträgen sind, dass jeder ganz spontan und ohne Anmeldung teilnehmen kann und wir kostenfreien Kaffee und Tee ausschenken. Weitere Informationen und ein ausführliches Programm finden Sie über unsere Homepage unter dem Reiter Führungen, Schulungen, Coffee Lectures. Hier finden Sie auch ein Etherpad, auf dem Sie Ihre Fragen und Anregungen zu den Coffee Lectures gern notieren können. Und für das echte Coffee Lecture-Gefühl können Sie dieses Video hier stoppen und sich noch schnell ein Getränk Ihrer Wahl holen. Und dann geht es gleich weiter. Wenn Sie schon Medien ausgeliehen haben, können Sie diese über das Bibliothekskonto verwalten. Über die Bibliothekshomepage und den Menüpunkt Mein Bibliothekskonto können Sie sich im Ausleihsystem der Bibliothek anmelden. Ihre Ausweisnummer finden Sie auf Ihrem Hochschulausweis, entweder unter Ihrer Matrikelnummer oder unter Ihrem Namen. Das Passwort ist dasselbe, mit dem Sie sich auch in Ilias einloggen. Ganz oben sehen Sie den Namen. Dies ist jetzt hier das Bibliothekskonto meiner Abteilung. Und zuallererst werden hier alle Medien aufgeführt, die aktuell ausgeliehen sind. In der zweiten Spalte sehen Sie das Fälligkeitsdatum und in der hintersten wichtige Hinweise, zum Beispiel, wenn das Buch vorgemerkt ist. Wenn ein Buch vorgemerkt ist oder ein Medium im Allgemeinen, kann es nicht mehr verlängert werden. Wenn ein Buch nicht vorgemerkt ist, kann es 9 Tage vor Ablauf der Frist verlängert werden. Über mein Konto kommen Sie immer wieder zurück in die Benutzerkontoübersicht. Als zweites werden Ihnen hier die Bereitstellungen angezeigt. Das bedeutet, dass ich dieses Buch zur Abholung im Abholregal im Erdgeschoss der Bibliothek vorfinde. Über mein Bibliothekskonto gehe ich wieder zurück. Als allerletztes sehen Sie hier eine Vormerkung. Dieses Buch ist quasi noch ausgeliehen von jemand anderem. Ich habe es mir vorgemerkt. Hier hinten sehen Sie die Vormerkerposition. Nummer 1. Das bedeutet, wenn das Buch zurückgegeben wird, bekomme ich jetzt als nächstes. Über zurückgegebene Vormerkungen werden Sie per E-Mail informiert. Ich möchte Ihnen nun kurz zeigen, wie Sie E-Books und E-Journals in unserem Bibliothekskatalog finden. Ich gehe nun wieder über unsere Bibliotheks-Homepage. Unter dem Reiter Suchen und Bestellen finden Sie den PH-Katalog Plus. Zuallererst möchte ich ganz kurz auf diese beiden Reiter eingehen. Der Reiter Bücher und mehr, hinter dem verbergen sich alle Medien, die wir als Bibliothek gekauft haben. Das bedeutet, wir haben sie bestellt und wir haben sie auch bezahlt. Hinter dem Reiter Artikel und mehr finden sich noch Millionen anderer Daten, die unabhängig von unserem Bibliotheksbestand existieren. Das könnten zum Beispiel Artikel aus Zeitschriften und Zeitungen und Büchern sein, die beispielsweise Open Access veröffentlicht wurden.
Abrufbar sind zum Beispiel da auch Daten aus Datenbanken wie der FIS-Bildung, Psy-Info oder WISO. Nützlich ist der Reiter Artikel und mehr zum Beispiel, wenn man mit einer Einzelsuche in verschiedenen Datenbanken gleichzeitig recherchieren möchte. Ich starte nun mit der Suche nach E-Books. Dafür gehe ich über den Reiter Bücher und mehr natürlich, über erweiterte Suche. Und ich möchte Bücher zum Thema Nachhaltigkeit vom Springer Verlag. Auf der rechten Seite des Bildschirms können Sie Ihre Suche einschränken. Zum einen möchte ich ja natürlich E-Books, das bedeutet, ich schränke E-Books ein. Der Icon links, die Weltkugel, symbolisiert uns Online-Ressourcen. Das bedeutet, hier werden jetzt nur Online-Ressourcen angezeigt. Ich entscheide mich für den zweiten Titel und über Volltext. Komme ich auf die Springer-Linkseite und oben rechts ist der Login. Der Einstieg ist der über Login via Shibboleth or Athens. Shibboleth, das ist unser Login. Hier suche ich jetzt die Pädagogische Hochschule Freiburg. Das ist mein Kürzel, mit dem ich mich einlogge. Und das Passwort ist wieder dasselbe, mit dem Sie sich auch beispielsweise in Ilias einloggen. Das E-Book kann jetzt sofort heruntergeladen und gelesen werden. Ein weiterer Weg, E-Books zu nutzen, ist der Zugriff über den VPN-Client der PH Freiburg. Zu diesen und auch noch zu anderen Möglichkeiten und Zugangswege für E-Ressourcen gehen Sie gern über unsere Homepage unter dem Reiter Digitale Bibliothek Zugangswege E-Ressourcen. Finden Sie noch einige Informationen und scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie nach Online-Zeitschriften in unserem Katalog recherchieren. Dazu gehe ich wieder über den Reiter Suchen und Bestellen, über den Katalog Plus. Wieder über die erweiterte Suche. Und da ich den Namen der Zeitschrift schon kenne, den genauen Namen, den ich recherchieren möchte, gebe ich bei exakten Titel den Namen ein. Ich schränke rechts wieder die Suche ein. Einmal weiß ich, dass es eine Zeitschrift ist. Und ich möchte ja eine Online-Ressource. Hier ist die Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. An dem Icon sehe ich jetzt, dass es ein E-Journal ist. Sie können nun den Links folgen und kommen so zum Volltext der Zeitschrift. Hier können Sie sich jetzt Ihre Jahre und gewünschten Hefte heraussuchen. Ich gehe wieder zurück auf den Katalog. Angenommen, auf meiner Literaturliste steht ein Artikel aus der gerade recherchierten Zeitschrift. Ich könnte nun wieder Schritt für Schritt die Zeitschrift, das passende Jahr, das passende Heft suchen, was natürlich relativ langwierig ist. Ich könnte aber auch versuchen, den Artikel der Zeitschrift über den Reiter Artikel und mehr zu recherchieren.
Der Name des Artikels ist in meinem Fall Soziale Herkunftseffekte in der Wahl der Hochschulform. Ich habe einen Treffer und folge wieder dem Link und habe hier den Aufsatz und kann ihn jetzt hier auf der rechten Seite herunterladen und lesen. Das war jetzt natürlich nur ein oberflächlicher Einblick in die Recherche nach E-Medien. In den kommenden beiden Coffee Lectures wird es dann eine inhaltliche Vertiefung für die Recherchen von E-Books und E-Journals geben. Fühlen Sie sich damit eingeladen, zuzuschalten. Falls Sie ein gewünschtes Medium nicht in unserem Katalog finden, bitte ich Sie, uns Ihre Wünsche per Anschaffungsvorschlag zu senden. Anschaffungsvorschläge können Sie über unsere Homepage absenden, über unsere Homepage und untersuchen und finden Anschaffungsvorschlag. Als nächstes möchte ich Ihnen noch das Drucken per E-Mail vorstellen. Dieser Service scheint recht unbekannt unter den Hochschulmitgliedern zu sein, dabei ist er nicht wirklich neu. Sie können mit Ihrer Hochschul-E-Mail-Adresse eine E-Mail an die Adresse mobileprint@ph-freiburg.de senden. Nach der Anmeldung an einem Drucker der Hochschule finden Sie dann den Text der E-Mail an sich sowie alle beigefügten Anhänge. Dabei werden die gängigen Dateiformate unterstützt. Ich empfehle Ihnen, das gewünschte Dokument als Anhang zu verschicken und nur dann diesen Auftrag auszudrucken. Ich zeige Ihnen nun, wie das genau funktioniert. Nach dem Abschicken der Mail können Sie dann in die Bibliothek kommen und sich mit dem Hochschulausweis an dem Multifunktionsgerät anmelden. Über Secure and Print bekommen Sie eine Auswahl der Dokumente, die Sie nun ausdrucken können. Hier ist jetzt zu beachten, dass der Mailbody quasi das ist, was in der Mail, der Text, der in der Mail drin steht, und der Social Media AG, das Dokument, ist quasi der Anhang der Mail. Den wollen wir jetzt ausdrucken. Natürlich ist auch weiterhin der Ausdruck mittels USB-Sticks möglich. Zu beachten ist nur, dass das Laden der Dateien bei großen Mengen manchmal etwas zeitintensiver sein kann und die Dokumente nicht sofort am Drucker angezeigt werden. In diesem Fall einfach bitte etwas Geduld. Wenn Sie Fragen zur Nutzung oder zu den Services der Bibliothek haben, erreichen Sie uns während der Öffnungszeiten per E-Mail, per Telefon und natürlich auch gern via Facebook. Sollten Sie nur noch Fragen haben, scheuen Sie sich bitte nicht, diese über die gerade genannten Kanäle zu stellen. Wie auch gern natürlich über das Etherpad unter der Rubrik Coffee Lecture auf unserer Homepage. Wir freuen uns natürlich über Feedback zu dieser ersten Online-Coffee Lectures. Wir sind außerdem auch immer offen für Themenvorschläge für kommende Coffee Lectures. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!